Das macht mir Angst, hör auf damit. Und wir sind auf der anderen Seite, oh mein Gott. Oh, das war super. Oh mein Gott. Ja, ich kann mich bewegen. Und wie war's? Willst du gleich nochmal? Na klar. Juhu. Wahrscheinlich passiert jetzt irgendwas. Miau. Und wir sind da. Wow, wer hätte es gedacht? Nee. Was sagt ihr denn dazu? Das fällt's. Jetzt bin ich dran. Okay. Wie bitte? Hey, Mick. Stimme. Mann. Ach komm, scheiß drauf. Warum leckt es jetzt? Egal. Ja, unglaublich. Und es geht irgendwas schief. Ja, ich kann es mir nochmal überlegen. Warum wird bei ihr so viel diskutiert und bei mir nicht? Also wenn es zweimal bei mir geklappt hat, dann klappt es doch bei ihr bestimmt auch. Oder auch nicht, weil es ein RPG ist. Magische Musik. Was ist hier nur los? Ach so, das Amulett. Oh nein! Technischer Defekt. Oh nein! Sie macht den Beyblade. Was ist hier nur los? Was ist das? Sie ist weg. Oh mein Gott, das Amulett liegt noch da. Oh mein Gott. Ich versuche hier irgendwie künstlich Spannung aufzubauen, obwohl das Spiel schon vollkommen spannend ist. Oh mein Gott. Oh nein, sie ist in dem Kreis. Oder so. Kann ich irgendwas tun? Nein. Okay. Dun, dun, dun. Wo ist sie nur hin? Man weiß es nicht. Wir sind fertig, Leute. Ja, cool. Natürlich. Oh, es ist gerade furchtbar was schief gelaufen und jemand ist in Gefahr. Tschüss, Leute. Na, ja, voll logisch. Und sie überlebt. Das kann auf keinen Fall in diesem Gerät liegen. Bestimmt nicht an diesem Amulett. Ich weiß nicht voran. Los, mach das scheiß Ding wieder an! Ich will sie retten! Da 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 da, ja komm. Übliches RPG-Gelaber. Aber ich finde schade, dass sie nicht in unsere Party kommt. Egal. Oh nein, und es wird wieder schief gehen. Wir brauchen mehr Energie! Das war jetzt total passend. So, und er haut immer noch, warum haut er mit einem Schraubstock auf die Maschine, wo eigentlich nur Hebel sind? Boah, epische Farbe, was ist das? Super. Ah, sie kommt doch nach, okay. Lalalalala, boah, Mode 7. Oh yeah. Komm schon, danke. Und jetzt sind wir, naja, hier. Mit epischer Musik. Und wir gehen sie jetzt retten. Den Charakter, den wir erst vor 5 Minuten kennengelernt. Was ist hier los? Oh Gott, Goblins. Blauimp. Okay. Zyklon. Das war vollkommen sinnlos. Wow. 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 Aber wenigstens machen sie nur 5 Schaden. Zum Glück sind das zwei einfache Gegner, die mit einem Schlag umfallen. Und er macht den Random Dance. Wow. Was? Oh, voll Kick. Wow. Wow, das hat wehgetan. Und Siegerpose. Yes. Yes. Ja, yes, okay. Ja, komm. Weiter geht's. Wo will ich überhaupt hin? Ich will nach links. Ah, ich will nach links, oder? Okay. Schöne Landschaft, muss ich mal sagen. Und das Wasser ist animiert. Wunderbar. Ach, komm, ihr könnt doch gar nichts. Und was seid ihr überhaupt? Zyklon! Lalalalala. Warum treffe ich den anderen nicht? Mann! Oh, drauf, man! Da geht er drauf, man! Oh yeah! Muss er echt nach jedem Kampf diese Siegerpose machen? Oh, eine Truhe!
ich habe einen KR-Handschuh erhalten. Das kann denn ein Krimschuh. Ich nenne jetzt einfach Krimschuh. So, Ausrüstung. Holzschwert, Feldkoppe, Feldrobbe und Zusatz. Ich nehme den Krimschuh. Weil der macht mir mehr something. Den machen wir mit Krim. Okay, jetzt haben wir mehr Krr und damit können wir weiter spielen. Wir gerade Fußball mit dem. Das werde ich nicht weiter zulassen! Oder so. Der Gegnertyp heißt Rolli. Ich glaube es ja nicht. Ach, das wird mir auch noch vorher angezeigt, wer dadurch getroffen wird. Gut zu wissen. So, Triple Down. Oh yeah. Das war's dein Nisch. Und ein Tonic erhalten. Ich sollte aber langsam, habe ich auch irgendwas, um meinen MP aufzufüllen? Ich würde es ja wundern. Ich habe ein Amulett, ein Tonic und ein Stirnband. Hm, brauche ich das eigentlich? Noch nicht. Okay, weiter geht's. Wow. Oh, da ist noch oben noch eine Truhe. Ein Tonic, wir haben ja noch nicht genug. Wir brauchen ganz viel Tonic. Woher die deinen Namen eigentlich haben? Hm. Ach, da unten geht's weiter, gut zu wissen. Okay, wir sind auf einer bizarren Oberwelt, die überhaupt nicht so aussieht wie die Anfangsoberwelt. Laden. Ritter, ihr kämpft gegen mal. Ach, ich weiß, was. Ah. Das heißt ja Chrono Trigger und es war am Anfang ein Zeitblenden zu sehen. Ratet mal, was passiert ist. Ja. Ja, komm. Das können wir kaufen. Warum ist sie jetzt auf einmal in unserer Party? Ein Zeichen? Egal. Wir kaufen uns jetzt erstmal something. Das ist der Unterschied zwischen den beiden hier. Steht überhaupt ein Unterschied? Ach, egal. Ich kaufe mir erstmal so ein paar Grunditems. Weil die recht billig sind, offenbar. Belebung. Ja, nehmen wir auch mal. Ah, die sind relativ teuer. Das lassen wir erstmal. Filled MP. Was? Okay. Okay. Ich bin halt echt immer. Wir lassen das. Machen jetzt erstmal Karate an. Zwei Karate-Anzüge, zwei. Ich habe keinen Redner dafür. Egal. Das können wir verkaufen. Ich müsste jetzt mal die ganzen. Ich kann das Stirnband nicht verkaufen. Egal, ich lege jetzt mal das ganze Zeug an und dann gucken wir weiter. Ups, nein. No. Oh. So, ein Bronzehelm. Und Karateanzug. Ich wundere mich immer noch, warum sie gerade, also unser Second Party Mitglied und so, weil man dabei war. Wohnhaus. Hallo Schmied. Schmied. Ich bin Bantor, der Schmied. Ich fertige eine Glocke für den. Das erklärt die Glocke. Das heißt, es ist 400 Jahre in der Vergangenheit. Okay, wer hätte damit gerechnet? Ja, komm. Miau. Was können wir hier noch tun? Da hinten ist eine Kathedrale. Ich mag Kathedralen. Also, ist es überhaupt deine? Doch, ist es. Jo! Was ist hier los? Ja, komm. Typisches Nonnengelaber, das total wichtig ist. Ah, ja. Hast du noch irgendwas Wichtiges zu sagen? Miau. Total unwichtige Kathedrale vor dem Wind. Okay, hier geht's. Oh, eine Brücke zerstört. Zeternbrücke. Oh nein, die Brücke ist her. Warum ist sie gerade eben aus Stein gewesen und jetzt aus Holz? Egal. Diese Brücke wird repariert, weil Margus Armee sie zerstört hat. Das hätte ich niemals gedacht. Okay.